Zieh den Kreis nicht zu klein. Liebe Schwestern und Brüder, ein Refrain eines beliebten Liedes, das man in Gruppen gesungen hat, mit Jugendlichen, bei Kindergottesdiensten. Wenn du singst, sing nicht allein. Wenn du lachst, lach nicht allein. Wenn du weinst, wein nicht allein. Zieh den Kreis nicht zu klein. So haben wir manchmal rührselig eingestimmt, zumindest kann ich mich gut daran erinnern. Wenn wir allerdings heute dann rechts und links schauen, dann ist der Kreis ganz klein geworden. Manchmal reduziert auf eine Person von denen, die damals gesungen haben, vor 30 Jahren, vor 20 Jahren. Irgendwie ist man alleine übrig geblieben. Der Kreis ist ganz klein geworden. Es ist ein Kreis der Einsamkeit geworden. Zieh den Kreis nicht zu klein. Vielleicht war der Fehler dieses gut gemeinten Liedes, liebe Schwestern und Brüder, dass wir immer nur auf die eigene Gruppe geschaut haben. Das ist sehr menschlich. Und es ist ein Fehler, in den die Kirche immer wieder hineintappt. Heute, wenn wir Allerheiligen feiern, sehen wir, dass der Kreis riesig ist. Dass man nie allein ist. Dass es nicht an uns liegt, einen zu kleinen Kreis zu beschreiben als Gefahr, sondern dass wir immer eingeladen sind, in einen großen, riesigen, ja beinahe unübersehbar unendlichen Kreis derer, die mit uns glauben, die vor uns geglaubt haben, die ihr Leben dem Evangelium verschrieben haben, die uns helfen, mit Christus und für ihn zu leben. Man könnte sagen, in einem erweiterten Sinn, dieser Refrain, zieh den Kreis nicht zu klein, ist so etwas wie eine Überschrift zum Allerheiligentag. Es ist uns gar nicht möglich, diesen Kreis zu klein zu beschreiben. Wir schauen an diesem Tag nicht nur auf die Heiligen, die kanonisiert sind, die die Kirche heilig gesprochen hat, sondern auf all die vielen unentdeckten, Unbekannten, die heiligmäßig gelebt haben. Und wie das so oft in unserer Kirche ist, ist allein die Einführung eines solchen Tages schon ein wenig verräterisch. Er hilft uns, das nicht zu vergessen, was eigentlich immer der Fall ist, was immer Gegenwart ist. Es gibt keine Liturgie ohne die Gemeinschaft der Heiligen. Es gibt eigentlich keinen Tag im christlichen Leben, wenn es denn wirklich ein christliches Leben ist, ohne diese Freunde, wie wir gleich singen werden, ihr Freunde Gottes allzugleich. Was würden wir tun ohne diese Fürsprecher, ohne unsere Freunde, unsere Patrone, unsere Mutmacherinnen, unsere Beisteher, auch unsere Vorbilder? Wir sind eigentlich nie allein und doch entdecken wir bei uns manche Ratlosigkeit. Auch gerade jetzt hier in unserer Zeit, auch in unserer Situation. Was sollen wir denn bloß machen? Wie können wir denn Menschen für das Evangelium begeistern? Oder ist uns das schon egal? Geht halt alles den Bach runter. Es ist so viel Resignation in der Kirche. Und auf der anderen Seite sozusagen propagierter, verordneter Aufbruch, der aber leider, wenn ich richtig sehe, so unter den Gläubigen nicht so richtig Rückhalt findet. Das ist so, als ginge eine große Propagandamaschine über alles hinweg und nimmt niemanden mit. Woher also Rat nehmen? Warum, liebe Schwestern und Brüder, und das ist die Frage dieses Tages, warum fragen wir nicht unsere Freunde, unsere Patroninnen um Rat? Aber wie macht man das? Es fällt mir immer zuerst ein, wie man das nicht macht. Auch das ist eine gewisse Schwäche. Im Moment, bei den ganzen Diskussionen, die wir auch in unserem Bistum führen, sagen wir natürlich zu Recht, und wir hören das von ganz oben, der Sonntag ist etwas Wichtiges. Das ist vollkommen plausibel und das ist ja für Christen eigentlich unantastbar. Was allerdings auf dem Spiel steht in den nächsten Jahrzehnten, ist auch unsere Werktagskultur, sind die heiligen Feste. Ja, aber die feiern wir doch, sagen wir. Die stehen doch im Kalender.
Ja, sie stehen doch im Kalender, stehen sie gut. Und wenn wir ein Heiligenfest feiern und es wird aus dem Schott und aus dem Messbuch gerade die zwei dürftigen, verhungerten Sätzchen vorgelesen, die zu diesem Heiligen da drin stehen und sonst nichts, da kann man keinen Rat erfragen. Wir müssen lernen, liebe Schwestern und Brüder, und zwar in der Kirche, und zwar wir. Wir müssen lernen, mit den Heiligen zu leben, sie wirklich zu Freunden zu haben. Und das heißt doch, ihnen zuzuhören. Nicht nur zwei Lebensdaten zu wissen. Bischof, Märtyrer oder Frau hat dann und dann gelebt, ist dann und dann gestorben, hat ein Kloster gegründet. Ja, großartig. Das war's dann. Und damit haben wir irgendetwas gesagt, damit haben wir gar nichts gesagt. Und manche fragen sich vielleicht im Stillen, naja, wenn das ein Grund zur Heiligsprechung ist, dann kann ich ja auch mal irgendwie versuchen auf dieser Schiene. Den Heiligen zuzuhören, heißt, sie sich zu Freunden zu machen, damit wir den Kreis nicht zu klein ziehen, auch nicht den Kreis unserer Ratgeber, die wir so dringend brauchen. Den Kreis der Ideen, die wir so unbedingt nötig haben, weil sie uns oft fehlen. Und dann hören wir schnell, naja, das kann man ja nicht vergleichen, das ist ja die Kirchenväter, ach komm, das ist eine ganz andere Situation. Ich kann nur von mir persönlich sagen, liebe Schwestern und Brüder, seit vielen Jahren versuche ich, das ist nicht einfach, gelingt mir nicht immer, hängt vielleicht mit meinen Begrenzungen zusammen, mir gerade die Kirchenväter und die Wüstenväter, die Frauen und Männer dieser Zeit zu Freunden zu machen. Ich muss gestehen, leichte Freunde sind das nicht. Die stellen einem ganz unangenehme Fragen. Und natürlich kann man diesen Fragen aus dem Weg gehen und sagen, ja gut, das so 4. Jahrhundert das, und ägyptische Wüste oder in Syrien, das ist natürlich auch nicht Saarbrücken. Das ist irgendwie schnell ersichtlich, dass das nicht Saarbrücken ist. Und trotzdem, wenn man dranbleibt, ist man überrascht, wie sehr diese Heiligen auch in unsere Situation, in unsere Not, in unsere Ratlosigkeit, in unsere Fragen hineinsprechen. Das sind ja nicht Experten für irgendwas. Wenn ich höre, dass wir alle möglichen Firmen engagieren mit viel, viel Geld, dass wir Akademiker bezahlen aus fremden Bereichen, die uns beraten, wie wir das denn als Kirche machen sollen. Ich fasse mir manchmal ans Hirn und denke mir, warum werden die Heiligen nicht gefragt? Unsere Freunde, die kosten nichts. Die warten darauf, gefragt zu werden. Sie wollen uns helfen, das ist ihre Aufgabe. Sie sind bei Christus im Himmel. Sie warten nur darauf, endlich helfen zu können, uns zu erzählen, wie sie das Evangelium gelebt haben, wie sie Schwierigkeiten gemeistert haben, wie es auch in ihrer Situation nicht leicht war, als Christ zu leben, wie es nie ganz leicht sein wird, als Christ zu leben. Ihr Freunde Gottes, allzugleich singen wir. Und wir sollten diesen Tag nutzen, uns bewusst neu in ihren Kreis einzufinden, diesen großen Kreis. Und wir sollten uns darüber freuen, dass wir nicht alleingelassen sind in dieser Welt, sondern dass uns Christus diese Helferinnen und Helfer zur Hand gibt, jetzt in dieser bedrängenden Situation, in der wir zumindest in unserem Land sind, weil er uns nicht alleine lässt. Wir sollten uns nicht auf einen, das ist nicht falsch, wenn man das macht, auf einen Lieblingsheiligen beschränken. Ein Heiliger hat vielleicht nie alle Antworten auf alle Fragen, die wir haben. Deshalb schenkt uns Christus einen ganzen Himmel voller Heiligen. Wir sollten den Kreis nicht zu klein ziehen, sondern die Einladung des heutigen Tages hören. Kommt und fragt, kommt in unseren Kreis und fragt nach dem Evangelium. Und in diesem Kreis finden wir unweigerlich immer zur Mitte dieses Kreises, zu Christus, unserem Herrn.